Willkommen hier am Wochenende. Genau, Wochenende. Das heißt, es ist Astuna Weekend. Heute am Space Saturday, so nennen wir hier den Samstag hier. Ja, Leute, ich freue mich sehr auf Astuna Weekend. Wie gesagt, das ist immer Wochenende. Und ich würde sagen, wir wollen nicht lange rumreden, sondern fangen direkt an. Ich habe das Spiel selber mal kurz angespielt, aber so richtig durchgeblickt habe ich noch nicht. Also werden wir das gemeinsam herausfinden. Aber das ist vielleicht auch was Schönes. Ich habe nur gesehen im Trailer, dass das wieder irgendwie von unseren Freunden abgekommen ist. Wollen wir erstmal das Tutorial spielen oder tun wir direkt mit dem Abenteuerspiel starten? Ach Leute, lasst uns erstmal das Tutorial spielen. Ui, da geht unsere Rakete los in den... Alter. Alter. Oh. Oh, oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Stürzen ab. Planetensystem lädt. Bitte warten. Ja, danke. Ich hoffe mal, dass meine Festplatte heute mitspielt. Also bis jetzt höre ich nur Geräusche, aber so richtig... Na komm schon, bitte lad mal schneller hier. Oh. Grundlegende Steuerung. Hey. Mein Gott, das sind ja hier... Siehe auf die rote Brake, ist das... Ach da. Verlassen. Ja, ich glaube, dass wir da mit WASD gehen müssen. Bewege dich zum kaputten Rover. Okay. Verbindungen. Näher dich Verbindungen, um damit zu interagieren. Okay, machen wir. Ah, es tut ein bisschen lecken. Ich gebe es zu. So, was machen wir damit? So, was steht da? Ah, jetzt können wir den... Ja, genau. Hier so... anpacken. Ah. Repariere die Verbindungsleitung. Das machen wir jetzt. Hoffe, dass das Spiel nicht allzu sehr leckt, sonst müssen wir ein bisschen die Grafikoption runterstellen. Ich gebe zu, ich habe jetzt nicht den schnellsten PC, aber ganz ehrlich, darauf kommt es vielleicht manchmal auch gar nicht an, die beste Hardware zu haben. Es kommt, glaube ich, daran an, was man daraus macht. Man kann, meine, es gibt genug Leute, die haben vielleicht super Hardware, aber wenn die das dann, wenn die damit nicht umgehen können, also ich möchte mir jetzt nicht rausposaunen, dass ich hier jetzt hier der Beste bin, das mache ich nicht, aber es gibt sicher genug Leute, die haben den perfekten PC, aber vielleicht haben sie es einfach nicht drauf. Das kann natürlich auch sein. F halten. Sammle Vorräte aus dem abgelegten. Aufheben. Arbeitslicht. Oh, cool. Ah, das ist so cool. Bewege dich zur blauen Barke. Gott, jetzt müssen wir hier durch den Wald durchgehen. Ja, machen wir mal. So, ich glaube, sprinten geht mit Shift. Genau, mit Shift. So, schauen wir mal, dass wir hier durch den Wald durchkommen, ohne dass wir hier sticken. Muss ich ein bisschen leckt tatsächlich. Ach nee, ach komm schon. Ach, nein, nicht ersticken. Scheiße. Können wir eigentlich Schaden nehmen wegen... Ach, man kann mit solchen Robbys... Also ein bisschen stelle ich das ein bisschen runter. Ja, machen wir das mal auf. Mittel. Mittel. Sieht vielleicht jetzt nicht mehr ganz so gut aus.
Aber ich glaube, es ist besser, dass wir hier ein flüssiges Spiel haben. So. Ja, geht. So, was haben wir hier? Geländewerkzeug. So. Sammle Gemisch aus Vorkommen und Verbindungen zu drucken. Ach, zu drucken, sicher. Ach, ja, damit haben wir jetzt dieses... Was ist das? Was ist das? Was ist denn das für eine Taste? Ne, wir klicken einfach mal auf den Rucksack. So. Dann können wir das herstellen. So. Ach, Q war das. Ach, jetzt sehe ich es auch. Mit Q können wir sie den... Mit Q können wir sie den Rucksack öffnen und schließen. Das ist ja hervorragend. So. Man konnte die irgendwie abstellen. Mit C, glaube ich. Genau, mit T kann man die dann abstellen. Das ist ja sehr gut. Zip. Zip. Weiß gar nicht, reicht die Verbindung weiter als tatsächlich? Sammle Harz aus Vorkommen um. Wo ist denn Harz? Oh Leute, sieht das nicht. Oh, ich finde, das sieht total toll aus. Meine, wir spielen ja auf Mitte. Es gibt ja so Spiele, wenn du da die Qualität auf Mitte stellst, dann hast du da nix. So, wir sammeln mal ein bisschen Harz hier. So, Harz haben wir. Also so, ich finde, man so langsam kann man sich da reinspielen in das Spiel. Das macht. So, was haben wir hier? So, den bauen wir einmal. So, ein Kanister. Der bringt uns, glaube ich. Baue eine. Das ist ein. Ah, der Raumschiff. Ah, ich glaube, das. Ah, ja, genau. Mit dem Kanister müssen wir jetzt hier Sachen aufsuchen. So, dann bauen wir das hier auf. Oh, da geht's. Das ist immer eine Höhle. So, Alt halten. Oh, es ist aber hier ganz schön. So ein bisschen mit Gefühl hier arbeiten, ne? Aber. Alles. So, ich glaube, mit Control können wir das jetzt ein bisschen abflachen. Ja, genau. So. Packen wir das mal weg. Gehen jetzt hier hoch. Und dann können wir hier hochgehen. Versuche, das kleine Shuttle zu starten. Ja, dann. Oh. Wir haben keine Schubdüse. Das ist aber nicht gut. Untersuche den Eintrag in deinem Katalog. Katalog? So, ich glaube, der Katalog ist hier. So. Schließe den Katalog. Machen wir. Finde Forschungsproben, um Bytes zu verdienen. So, was sind jetzt Forschungsproben? Ein bisschen weit weg. Naja, irgendwann hat, glaube ich, ein Gefühl dafür, wie lange die Dinge halten. Ja, zum Beispiel hier war das jetzt nicht der Fall.
So, was haben wir denn hier? Das. So, kann ich die in meinen Rucksack packen? Ja, kann ich tatsächlich. Ah ja, genau, kann ich einfach so reinpacken. Das, ach, da ist noch eine. Gut, ich nehme natürlich alle mit. So. So, und jetzt müssen wir zurück. Nicht hier reinstürzen. Ich finde die Musik auch sehr schön. Allgemein ist das Spiel. So, was können wir da machen? Schalte die Feststopf in deinem Katalog ein. Gut, dann. Drucke einen kleinen Drucker aus deinem Rucksack. Kleiner Drucker. So, verfügbar. Benötigt, Kosten, freigeschaltet. Achso, kann ich den nicht einfach bauen oder was? Ah. So. Jetzt wird er gebaut. Aus dem Gemischzeug. Jetzt haben wir hier einen kleinen Drucker. So. Was machen wir mit dem? So, den platzieren wir jetzt wieder. Benötigt. So. Ja, ich würde sagen, da tun wir uns noch ein bisschen Gemisch holen. Wenn ihr schon so viel fliegt, dann ist das gut. Gehen. Einmal Verbindungspaket herstellen. Zip. Und noch eins herstellen. Zip. Und noch eins herstellen. Zip. So, ich glaube, jetzt haben wir ganz gut Verbindungspakete. Dann gehen wir hier mal auf diese wunderschönen exotischen Blumen. Wirklich sehr schön. Scheiße. Weißt du, brauchst du noch. Muss man nur eine so falsch platzieren, ne? Das ist schon so hart. Lang. Ich glaube, es ist hier mal besser, mehr zu platzieren als zu wenig. Hä? Wo ist denn jetzt? Hä, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ach, da vorne. Ach. Ich hatte gerade ein bisschen den Überblick verloren. So. Unser Rucksack voll. Scheiße, als ob. Ein paar Dinger.
bauen. Sammle Latrit aus. Ist das Latrit? Ach nee, da vorne. Was? Das sieht ja cool aus. Ja, das sieht ja cool aus. So, Schmelzofen. Das ist also ein Schmelzofen. Kabelanschluss. Achso, der muss angeschlossen werden. Das macht natürlich Sinn. Ohne Strom läuft natürlich nichts. Ist ja auch nicht lustig. Ach komm schon. Ressourcen schmelzen. Platziere den. Okay, was war das? Drücke einen kleinen Generator. Okay, den müssen wir auch was mischen. Machen. So, schließe den kleinen Generator im Schmelzofen an, um seine Leistung zu verbessern. Okay. So, schließen wir den jetzt an. Ja? So. Muss ich da jetzt... Ach, da muss der hin. So, sammle organische Ressourcen aus der Flora. Ja, das kriegen wir hin, oder? Ja, das ist das. Das ist hier alles. So, und jetzt... Gib mir hier aus dem Rucksack gar nicht schön. Ah, das ist ja cool. So, sammle das Aluminium aus dem Schmelzofen ein. Hey, nein! Aluminium? So, was mache ich damit jetzt? Achso, ein Rucksack. So. Drücke mit dem kleinen Drucker eine Feststoffschubdüse. Okay. Wir brauchen den kleinen Drucker. Also, stellen wir mal hier hin. Dann gibt es ja noch Kabelanschluss. Und jetzt braucht ihr sowas hier und sowas, oder? Ja. Nein. Sind die Kabel, sind die unendlich lang? Das würde mich jetzt mal interessieren. So. Zack. Ach, F muss ich drücken. Ja, drücken, oder? Ja. Und auch wie cool das mit der Klappe animiert ist. Ey, das ist schon cool gemacht. Wird das hier schon gedruckt? Ach cool. So, müssen wir zurücklaufen. Nicht in meine schön gegrabenen Löcher fallen. Das wäre nicht so gut. Oh, schau mal da vorne, schön der Sternenhimmel. Die ganzen Pflanzen. Schön. Nee, ist echt. Finde ich echt. Ich frag mich jetzt, ob der Sauerstoff schneller leer geht, wenn man rennt. Aber so wie ich das gerade gesehen habe, sah das so aus. So. Ich denke, jetzt müssen wir hier hoch. Und da die Schubdüse anbauen. Hatte das kleine Shuttle.
Und jetzt fängt es an zu lecken. Da sind wir wieder in dem wunderschönen Ladebildschirm mit unserem Sonnensystem. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das das Tutorial war. Es hat auf jeden Fall, also ein paar Sachen habe ich neu gelernt, aber so die grundlegenden Sachen habe ich schon gewusst. Aber es war einfach nochmal gut, sich da so ein bisschen einzuspielen zu können. Dann kann man da gut, glaube ich, was mit anfangen. Ja, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten Aufnahmezeit. Ich würde sagen, wir belassen das erstmal heute bei dem Tutorial. Und morgen ist ja dann Sun Sunday. Also heute war es Space Saturday und morgen ist dann Sun Sunday. Hier im Astuna Weekend. Und dann fangen wir morgen an richtig mit einem Abenteuerspiel. Dann geht's richtig los. Leute, ich hoffe, euch gefällt das Projekt Astuna Weekend. Und dann sehen wir uns morgen mit der nächsten Folge. Bis dann, habt einen schönen Tag. Ciao.